Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 248. Folge der Honigwabe. Heute wird sich, wie ihr euch denken könnt, eine Menge drehen um den großen Fall K. Mit einer kleinen Besonderheit. Wir werden einsteigen in das Thema mit einem 9-minütigen Einspieler, den ich vorbereitet habe, der ja die Grundlagen mal darlegen soll, anschaulich. Den werden wir gleichzeitig auch auf Twitter publizieren, mit der Aufforderung an euch, das nach Kräften zu teilen. Das war ja mal unsere Idee mit dem Tweet der Woche, dass wir während der Honigwabe ja direkt wichtige Informationen massiv pushen können auf Twitter. Das Ganze wird dann ausklingen mit einem 24-minütigen Einspieler von Kasper über Intrigen innerhalb der konservativen rechten Szene gegen K. Das wird sehr interessant. Und damit auch willkommen an meinen chinesischen Spion Kasper. Shlomo, das war nicht wirklich chinesisch, aber ist nicht so schlimm, das war eher Thai, aber ist egal. Hallo liebe Zuschauer. Ich habe gerade überlegt, ob wir kurz den Gruß von K. jetzt abspielen. Dann haben wir es direkt am Anfang drin. Warum? Und dann nicht? Ist es weg. Ja, also, ich bin da nicht drin. Ja, ich habe jetzt auch nicht mit seinen Mitarbeitern gequatscht oder so, aber mit Leuten, die Leute kennen, die Leute kennen, die dann wiederum ihn oder Mitarbeiter von ihm kennen. Und so wie ich das verstehe, hat er aktuell einen Maulwurf verpasst bekommen. Maulkorb. Bitte nicht verklagen. Maulwurf hatte er? Maulwurf. Wegen dem Maulwurf hat er jetzt einen Maulkorb. Beides. Er hat einen Maulwurf bekommen und jetzt auch noch einen Maulkorb obendrauf. Aber wie gesagt, bitte nicht verklagen. Das ist alle die Hörer sagen, ja. Also ich habe natürlich angefragt, wie sieht's aus? Kann er nicht zu Gast kommen? Ja, und die Antwort ist nein, aktuell ginge das gar nicht. Ob das zu einem anderen Zeitpunkt geht, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, das ginge, aber wir müssen mal gucken. Jetzt kann er nicht kommen. Ich habe dann gefragt, ob er nicht irgendwie einen Gruß da lassen kann oder so. Und alles, was ich bekommen habe, ist folgendes. Ich bin am Mittwoch beim 1. Mai des Kreisverbandes Dresden und werde da öffentlich sprechen. Ja, das klingt wie jemand, der als Geisel genommen wurde oder halt wie jemand, der aktuell nicht mehr sagen darf als das. Ja, von daher, das sind dann also die Grüße von Kra an uns alle. So munkelt man zumindest, ja. Und ja, dann können wir eigentlich auch schon einsteigen. Ja, wir werden das auch noch vertiefen am Ende von meinem Kra-Part. Das wird nämlich eine ziemlich große Sache. Das wird am Neumarkt stattfinden in Dresden. Und zwar um 12 Uhr bis 16 Uhr und 13.30 Uhr wird Kra auftauchen. Dazu haben wir nachher noch was Schönes Cinematisches und damit viel Spaß. Heute wollen wir, wie gesagt, über den großen Spionageskandal um den Mitarbeiter von Maximilian K. reden. Und wie eingangs schon geschildert, werden wir einsteigen mit einem kleinen Einspieler, einem 9-minütigen Einspieler, der die Grundlagen, die wichtigsten Sachen abdecken sollte und einordnet, auch in einen größeren kausalen Zusammenhang von der Potsdam-Affäre und diversen Verfassungsschutzmachenschaften. Den spielen wir jetzt ein. Die Besonderheit ist, wir posten ihn gleichzeitig auf Twitter. Der kommt gleich mehrfach in den Chat und in die Beschreibung rein. Das war ja mal unsere Idee, die wir schon mal erfolgreich durchgeführt haben, mit wichtigen Informationen auf Twitter direkt Alarm zu machen und während der Honigwabe das zu posten, den Tweet zu pushen. Das haben wir damals gemacht, als wir dieses aus dem Internet quasi getilgte Video von dem Schwarzen, der damals den Kronzeugen gegeben hat für die Hetzjagden in Chemnitz gegenüber den Funke Mediengruppen, wieder aufgetrieben haben. Dieser Tweet kam auf 142.000 Aufrufe mit dieser Methode. Gleiches wollen wir nun machen mit dem Einspieler und mit dem wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Im vergangenen Jahr 2023 konnte die AfD in den Umfragen massiv Boden gut machen. Im Sommer erreichten sie auf Bundesebene bis dato noch nie gehabte 20%. Mitte Oktober kratzten sie mit 23% bereits an einem Viertel aller Wähler. In Sonneberg konnten sie den ersten Landrat stellen. Es war für die einzige Oppositionspartei in Deutschland ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Mit dem Jahr 2024 starteten wir dann in ein wichtiges Wahljahr. Unter anderem in wahrscheinlich dem Battleground State, wie man in Amiland sagen würde, Thüringen wird gewählt. Außerdem in Sachsen, wo die AfD eben so sehr, sehr stark ist und die EU-Wahl findet statt. Wohl auch angesichts dessen hat der deutsche medial-politische Komplex eine Art Gegenoffensive gegen die Umfragewerte und die Stabilität der Partei gestartet. Diese ging los im Januar mit dem Geheimplan gegen Deutschland, wie Korrektiv titelte. Den Umstand, dass ein paar AfD-Politiker und übrigens sogar zahlenmäßig mehr CDU-Politiker bei einem Vortragsabend in Potsdam waren, auf dem unter anderem auch Martin Sellner einen Vortrag über den Inhalt seines neuen Buches Remigration ein Vorschlag hielt. Korrektiv, unterstützt vom gesamten medialen Establishment in Deutschland, frame das Ganze dann als eine Art konspiratives Pläne-Schmieden dieser Politiker zusammen. Die CDU-Politiker wurden dabei praktisch unter den Tisch fallen lassen. Also nicht so, als wäre es ein Vortrag gewesen, sondern als hätte man sich da zusammengesetzt und ja, eine Wannsee-Konferenz 2.0 gestartet, wie oft getitelt wurde. Und selbstverständlich wurden auch die Ideen von Martin Sellner aus seinem Buch vollkommen verzerrt wiedergegeben. Die Rede war von einem Musterstaat in Nordafrika, in den man jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist, abschieben würde. Auch deutsche Staatsbürger, selbst welche ohne Migrationshintergrund, einfach nur Linke, irgendwelche NGO-Mitarbeiter,
weiter. Das wurde von Korrektiv nur angedeutet. Die könnten auch dorthin. Und der Rest der Medien hat dann daraus gemacht, Andersdenkende werden deportiert. In der Realität haben wir es hier zu tun mit etwas wie dem Ruanda-Modell, das auch Großbritannien angestrebt hat. Dänemark macht etwas Ähnliches. Dieser Musterstaat, also ein Bereich, für dessen Nutzung man einem Staat in Nordafrika Geld zahlen würde, ist da für Staatenlose, für Leute, die uns nicht verraten wollen, wo sie herkommen. Und die NGO-Mitarbeiter könnten auch dorthin. Damit ist gemeint, dass man ihnen anbietet, wenn ihr unbedingt eure Arbeit mit diesen Migranten fortsetzen wollt, dann geht doch dahin. Was nicht assimilierte, also zum Beispiel kein Deutsch sprechende deutsche Staatsbürger wie einen Islam LM. Betrifft, der in Berlin vor Gericht stand und dort einen Dolmetscher brauchte, den will Martin Sellner im Ausland, in dem Land, das sie sicherlich auch selber als ihre Heimat empfinden, ein Alimentierungsangebot machen. Also wir schicken euch mehr Geld hinterher, als ihr hier bekommt, denn, so die Theorie von einem Martin Sellner und eigentlich von jedem, der Augen im Kopf hat, diese Leute sind hier wegen dem Sozialstaat. Aber zurück zum größeren Bilde, das war also der erste verlogene Angriff auf die AfD. Selbst wäre da gepredigt worden, was sie sagen, diese Leute, darunter mehr CDUler, haben sich lediglich einen Vortrag angehört von mehreren Vorträgen. Das also der erste massive Schlag aus dieser Gegenoffensive, wenn man so will, mit dem Ziel A, der AfD im öffentlichen Ansehen Schaden zuzufügen und B, vielleicht noch wichtiger, die AfD selbst unter Druck zu setzen, sich beim Thema Migration zu kastrieren und abzurücken von allem, was eine Delle da reinmachen würde. Und was ist neben der Migration für das politisch-mediale Kartell die zweitwichtigste Baustelle? Womit sind sie auch nicht zu Scherzen aufgelegt? Richtig, Transatlantikertum. Also, dass wir uns dem Hegemon der USA unterwerfen und uns positionieren als klarer Feind einer multipolaren Welt, als klarer Feind der BRICS-Staaten. Und der zweite massive Schlag setzte genau da an. Mit der Zielsetzung, so auf jeden Fall meine Interpretation, die AfD zu kacken, was das Thema Transatlantikertum angeht. Maximilian Krah ist der EU-Kandidat der AfD, ein klarer Gegner der bedingungslosen Unterwerfung unter die Amis, übrigens auch beim Thema Migration 100%ig stabil. Und was ihm auch keine Freunde im Establishment beschert haben dürfte, ist, dass er am Schuldkult gekratzt hat, dass er etwa sagte, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher, wir sollten stolz sein auf unsere Vorfahren. Der zweite Großangriff ihrer Gegenoffensive zielt darauf ab, ihn zu entfernen aus der AfD, ihn zu neutralisieren, zu isolieren und abzusägen. Und der sah so aus, dass man einen Jian Ge hat hochgehen lassen als einen chinesischen Spion. Die deutschen Behörden haben ihn verhaftet am vergangenen Dienstag mit der Anschuldigung, er soll in seiner Eigenschaft als Krahs Assistent sensible Informationen an die chinesische Regierung durchgestochen haben. Erst einmal, um Krah daraus einen Strick drehen zu können, müsste Krah das ja spitz bekommen haben vor den deutschen Behörden, die ihn jetzt erst verhaften, 1,5 Monate vor der EU-Wahl. Was für ein Zufall. Da sind wir jedoch schon bei der ersten Auffälligkeit. Die Behörden wissen das auch schon seit 10 Jahren. Also jedenfalls den Verdacht haben sie seitdem. Er habe sich, so die erste Informationswelle, damals den deutschen Behörden als Informant angeboten. Auch schon interessant. Die hielten ihn aber für einen Doppelagenten aus China und ließen ihn dann gewähren. Ließen ihn dann zunächst in der SPD tätig werden und später als Assistent von Krah, zu dem er Kontakt bekam als sein Mandant. Vergangenes Jahr gab es dann schon eine erste offizielle Untersuchung von dem Mann. Man hat ihn auch befragt. Es kam aber offenbar letztes Jahr noch zu keiner Erhärtung dieses Verdachtes. Das ist praktisch. Zumal man nun diese Bombe hochgehen lassen konnte, 1,5 Monate vor der fucking EU-Wahl. Ein sehr diffuses Bild, aus meiner Sicht nichts, aus dem man irgendeine Verurteilung von Krah stricken könnte. Aber saftig wird es jetzt. Wir hatten ja eingangs darüber geredet, dass er sich den deutschen Behörden als Spion angeboten hatte. Die hielten ihn allerdings für einen chinesischen Doppelagenten und wiesen ihn ab, so hieß es jedenfalls zunächst. Diesen Freitag jedoch kam dann heraus, sie haben ihn mitnichten abgewiesen, sie haben ihn lediglich einer anderen Behörde zugeteilt. Diese Behörde, dreimal dürft ihr raten, war der Verfassungsschutz. Ich mache keine Witze. Offiziell arbeitete er für diesen als Informant dann von 2007 bis 2018. Im Spätsommer 18 wurde er nach Bildinformationen von den sächsischen Verfassungsschützern als Quelle abgeschaltet und ein knappes Jahr später, 2019, wurde er dann Mandant von Krah. Auch wenn das deine Aufgabe sein sollte, eine recht offensichtliche Art und Weise mit Krah in Kontakt zu kommen, ihm, dem geopolitisch interessierten Krah, auch klarzumachen, was man alles für Kontakte hat in die weite Welt. Also nicht unbedingt, dass man ein Spion der chinesischen Regierung ist oder sowas, sondern halt, dass man Hinz und Kunz kennt, den und den bei den Chinesen, den und den bei den Russen. Krahs Ding ist ja, man will mit diesen Leuten klarkommen. Krah ist ein Verfechter der multipolaren Welt, das heißt keine Feindschaft mit China, keine Feindschaft mit Russland, auch keine Feindschaft mit den USA, sondern gute Handelsbeziehungen mit all diesen Ländern. Ein Jian Ge, so meine Interpretation, ist dann also zu Krah gekommen als Mandant, hat ihn angeheuert für irgendetwas, hat ihm nahegelegt, was er so für ein Typ ist, dass er Hinz und Kunz kennt, dass er bestens vernetzt ist und die beiden kamen ins Geschäft. Und zwar genau ein Jahr, nachdem er offiziell nicht mehr beim
VS arbeitete. Liegt nun folgende Interpretation der Ereignisse allzu fern? Könnte es sein, dass der VS entweder ihn nur offiziell ein Jahr, bevor er bei Kra eingeschleust wurde, aufgehört hat zu beschäftigen oder dass er, wie schon vorher geschehen, vom BND zum VS weitergereicht wurde an eine andere Behörde? An eine Behörde, bei der etwa die Bild-Zeitung keine Informationen darüber kriegen würde, dass er da beschäftigt wäre? Wie etwa den BND? Ping-Pong quasi? Wäre das denkbar, dass dieser Mann und seine chinesische Agentengeschichte genutzt wurde, um eine Bombe zu installieren in der AfD, die hochgehen sollte direkt vor der EU-Wahl? Wie nun geschehen? Wäre das fucking denkbar? Und die offensichtlichen Fragen, die Behörden fanden den Typen ja offenbar fishy von Tag 1. Wieso zum Teufel wurde Kra nicht gewarnt? Wieso wurde er quasi gewähren gelassen, den Typ ins EU-Parlament einzuschleusen? Und wieso geht das Ganze dann hoch anderthalb Monate vor der Wahl? Wieso findet man ausgerechnet dann genug Indizien, dass man ihn festnehmen kann? Öffentlichkeitswirksam. Und zu guter Letzt will ich nochmal die Kurve machen, zurück zum Anfang. Zurück zum ersten Schlag, der AfD versetzt wurde von dem Establishment. Das Geheimtreffen in Potsdam, bei dem hatte nämlich der VS mutmaßlich ebenfalls seine Finger im Spiel. Haben wir es hier also vielleicht zu tun mit einer Kampagne, angeführt, speerspitzenmäßig vom Verfassungsschutz? Der VS hatte volle Kenntnis von diesen Treffen im Vorhinein. Die wussten, dass da in dieser Potsdamer Villa ein Treffen stattfindet zwischen verschiedenen Politikern und verschiedenen Vortragshaltern. Und nun kommt ein großer Zufall. Im selben zeitlichen Zusammenhang, direkt vor dem Treffen, wurden die Regeln dahingehend geändert, dass es dem VS auf einmal offen stand, Informationen und Material weiterzuleiten, wenn ein öffentliches Interesse daran besteht, an die Medien, wie etwa Korrektiv. Direkt davor wurde diese Regel geändert. Es liegt also mehr als nahe, dass der VS federführende Kraft war bei der großen Geheimtreffengeschichte, den Deportationsplänen und so weiter. Und nun haben wir es zu tun mit einem chinesischen Spion, der ein Jahr bevor er zu Kra kam, vom VS beschäftigt wurde, für 10 Jahre davor, dann auf einmal nicht mehr und hochgeht, öffentlichkeitswirksam festgenommen wird, durch die Medien getrieben wird, anderthalb Monate vor der Wahl. Erneut, wir haben es hier zu tun mit einer Kampagne, die aus meiner Sicht eher auf die AfD selber innerhalb abzielt. Man will die AfD kacken, was Remigration angeht, was ihre Migrationspolitik angeht und man will die AfD ebenfalls harmloser machen, was ihre Transatlantika-Position angeht. Man will die Partei, deren Erstarken und deren Weg zur politischen Macht man kaum mehr aufhalten kann, sich so zurechtschnitzen, dass man mit ihr leben könnte. Mein Appell also an die AfD-Führung ist, es ist hier Zeit für eine Gegen-Gegen-Offensive. Es ist Zeit, mit dieser VS-Geschichte hausieren zu gehen, auch mit der eigentlich offensichtlichen Schlussfolgerung daraus hausieren zu gehen. Und es ist höchste Zeit, aufzuhören, Kra zu canceln, Kra wieder auf die Plakate zu packen, ihn nicht zu verstecken, als wäre er irgendein, keine Ahnung, Pickel an der AfD, die Spots mit ihm auszustrahlen, am besten neue aufzuzeichnen, die genau diese Scheiße hier aufs Korn nehmen. Die Allgemeinheit nimmt das hier eh nicht sonderlich ernst. Und wenn das richtig gespielt wird, hätte man eine wunderbare Selbstentlarvung des Establishments erreicht. Noch einmal der Hinweis, der Clip, den ihr gerade gesehen habt, das ist unser Tweet der Woche. Der wurde auch auf Twitter gepostet. Ihr findet den Link in der Beschreibung und er kommt gerade nochmal in den Live-Chat. Wir haben jetzt keinen besseren Hashtag gefunden als einfach Hashtag Kra, aber am besten postet auch selber Informationen dieser Art, Informationen über die VS-Tätigkeit von dem Typ, der da bei Kra gearbeitet hat, unter dem Hashtag Kra. Dann machen wir es nochmal etwas groß. Und jetzt kommen wir etwas mehr ins Detail. Es wurde seitdem auch noch bekannt, dass ab 2015/16 die Spionageabwehr vom VS den Typen als chinesischen Agenten verdächtigt hat. Also nochmal, 2007 angestellt beim VS, hat dann gearbeitet für 8 Jahre dort und wurde dann ab 2016/2015 verdächtigt, ein Spion zu sein. Dann 2018 abgesägt, 3 Jahre drauf und 2020 observiert. Die gesamte Timeline wird dann, wenn man auf jeden Fall den anfänglichen Berichten auch noch Glauben schenken wird, ziemlich eigenartig, da ja, so hieß es zuerst, er versucht hatte, bei den deutschen Behörden Fuß zu fassen, da einen Job zu bekommen beim BND und er abgelehnt wurde von den Behörden, weil die ihn zumindest möglicherweise für einen chinesischen Spion hielten. Das hieße, 2007 dachte der BND, das ist ein Spion, hat ihn dann an den VS weitergereicht. Da wurde er als Informant aufgenommen, bis man dann nach 8 Jahren dachte, oh nee, das ist ja ein chinesischer Spion, wir überwachen den jetzt. Nach 3 weiteren Jahren wurde er dann dort beim VS auch abgesägt. Und man hat sich gesagt, okay, das ist ein chinesischer Spion oder auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, den können wir nicht hier weiter beschäftigen. Dann ab 2020 wurde er intensiv beobachtet und 3 Jahre später, ja, wurde er dann festgenommen oder 4 Jahre später wurde er dann festgenommen, nachdem man offenbar endlich genug Informationen bekommen hat dafür.
Nicht möglich war es offenbar, K. vorzuwarnen. Nicht möglich war es auch, das EU-Parlament vorzuwarnen. Das musste geschehen. Diese Festnahme konnte erst geschehen. Man hatte erst dann hinreichende Informationen. Anderthalb Monate vor der EU-Wahl, genau im Jahr 2024. Und man hat es somit zugelassen, in deren offizieller Version, zugelassen, während man den Typ observiert hat, intensiv seit 4 Jahren, dass er sensible Daten abgreifen konnte, offenbar aus dem EU-Handelsausschuss, wie vielfach unter anderem auch von der Tagesschau, von NZZ und so weiter getitelt wurde. Also der VS war sich nach seiner eigenen Version dieser Möglichkeit, dieser Gefahr bewusst und hat es halt zugelassen. Ich frage mich, aus welchem Grund. Wie gesagt, wir reden hier eigentlich von 2 Versionen. Entweder er wurde auch nach 2018 weiter beschäftigt beim VS und nur halt dann inoffiziell, nicht mehr offiziell geführt. Oder er wurde dann weitergereicht an irgendeine andere Behörde, für die er dann ja die AfD ausspionieren sollte, denn ab 2019 war er offiziell mit K. verwandelt, offiziell hat er da für K. gearbeitet. Oder, und das wäre die harmlosere Version, der VS hat K. sehenden Auges da reinlaufen lassen. Die wussten, dass der ein Spion ist, wie sie sagen, die haben ihn seit Jahren observiert und haben es zugelassen, dass er im EU-Parlament offenbar Zugriff hatte auf sensible Daten, einfach nur, damit man K. dann absägen durfte. Also entweder absichtliche Fahrlässigkeit, um diese Bombe platzen zu lassen kurz vor der Wahl, oder sogar eine komplette Orchestrierung des gesamten Falls. Tja, ich frage mich aber auch, denn diese Version wirkt dann ja schon sehr eigenartig, vor allem der Anfang davon, die 2007 Feststellung vom BND, dass er vielleicht ein chinesischer Spitzel ist oder sogar wahrscheinlich, die deswegen Abweisung und dann Weitervermittlung an den VS, das wirkt etwas komisch. Ich würde raten, der Anfang stellt sich etwas anders dar als gerade geschildert. Und zwar hat man uns eine aus Sicht der Medien weiße Lüge erzählt, als man uns gesagt hat, er wurde bei Diensten vorstellig, er wurde bei den Behörden vorstellig, aber abgelehnt, weil die dachten, er ist ein chinesischer Spitzel. Sie gaben ja auch den Zeitrahmen von vor rund 10 Jahren dafür an. Sie bezogen sich damit nicht auf seinen Anheuerungsversuch beim BND, sondern darauf, dass vor rund 10 Jahren, 2015, beim VS der Verdacht aufkeimte, dass er ein Spitzel sein könnte und ließen einfach weg, dass er zu dem Zeitpunkt vermittelt vom BND an den VS für den VS gearbeitet hat. Sie dachten erst, sie können das unter den Teppich kehren und deswegen diese eigenartigen Angaben. Tja, also die Timeline haben wir jetzt nochmal etabliert, wie gesagt. Er wurde 2018 abgesägt, dann 2019 fing er an bei KRA. Was mich auch nochmal auf die Frage bringt, wie und wann hat er eigentlich KRA kennengelernt? Das konnte ich in dem Einspieler noch nicht ganz beantworten. Ich habe aber seitdem Kontakt aufgenommen mit einem weiteren Menschen aus dem Umfeld von KRA, der mir das beantworten konnte. Und zwar, während er erst angefangen hat zu arbeiten für KRA im Jahr 2019, hat er diese Mandantenfunktion oder hat er ihn angeheuert, ist sein Mandant geworden, um in Kontakt mit ihm zu kommen, was ja auch so ziemlich die logische Vorgehensweise wäre, wenn er ein VS-Spitzel wäre oder ein BND-Spitzel oder so, im Jahr 2015, als er noch für den VS gearbeitet hat, ganz offiziell, bevor er abgesägt wurde. Und lustigerweise auch im selben Jahr, in dem der VS auf einmal sagte, das könnte ein chinesischer Spitzel sein. Da könnte man natürlich auch spekulieren, ob er vom VS damals 2015 im Umfeld von KRA installiert wurde. Und man hat damals schon diese chinesischer Spitzel-Story gesponnen, um das irgendwann zu gegebener Zeit hochgehen lassen zu können im Umfeld von KRA in der AfD. Alles Spekulation. Ganz kurz, Stummo, ich glaube, damals war KRA noch CDU-Mitglied. Das ist richtig, ja. Es ist äußerst merkwürdig. Zwei Fragen, die sich mir stellen, ist übrigens zum einen, wie hat der Typ die Sicherheitsüberprüfung für das EU-Parlament überstanden, ohne dass da irgendwelche roten Lampen geleuchtet haben? Und dann ist da auch noch die Frage, wenn der jetzt mehrere Jahre lang mit KRA zusammengearbeitet hat und das Beste, was sie jetzt haben, ist, dass er ein chinesischer Spion sein soll. Ist es dann, dass KRA eine weiße Weste hat? Eigentlich also rein Fall. Weiß, besser geht es gar nicht. In jeder Version also, hiervon. KRA ist scheinbar ein Heiliger. In jeder Version hiervon hat er eine weiße Weste, denn die Behörden selber waren sich ja mit all ihren nachrichtendienstlichen Mitteln, mit einer engmaschigen Überwachung seit 2020 nicht sicher genug, um ihn festnehmen zu können, bis anderthalb Monate vor der Wahl. Ne? Was für ein unglaublicher Zufall.
Ich will auch noch kurz ansprechen, dass die Medien sich teilweise versteifen darauf, dass er kein verdeckter Ermittler angestellt beim VS war, sondern nur ein Informant, dass er keine direkten Aufträge erhalten hat, auf jeden Fall offiziell. Das ist hierfür eigentlich unerheblich. Er war eine Quelle, er war ein Informant, ein bezahlter Informant, der mit Informationen über Sachen, die der VS offenbar interessant fand, vom Jahr 2007 bis zum Jahr 2018, also 11 Jahre lang, zum VS kam. Tja, was die Medien daraus dann gemacht haben, ist ja hinlänglich bekannt. Ich habe hier mal als plakatives Beispiel das Spiegelcover. Die Landesverräter. Geheimpapiere, wie die AfD für China und Russland arbeitet. Lustig finde ich auch den Untertitel, beziehungsweise das andere Thema, das hier kleiner angepriesen wird. Ukraine, bayerische Drohnen für die Front. Da deutet sich auch so ein bisschen an, woher der Wind wehen könnte, ne? Warum man sich da so sicher ist, warum man derartige Töne anschlägt. Es geht halt, wie gesagt, darum, ein weiteres oder in einem weiteren wichtigen Themenkomplex das Kartell zu beschützen vor einer ernsthaften Opposition. Die AfD zu pellen wie eine Zwiebel, die Schichten abzuschneiden, die ihr nicht passen, und zwar vor allem bei Migration. Das war der erste Versuch mit Potsdam, sie zu kacken, und dann jetzt beim Transatlantikertum, was denen ebenfalls sehr, sehr wichtig ist. Ich finde es auch lustig, dass derselbe Spiegel Habeck vor einer Weile als Alpha-Mann bezeichnete, der sich fürs Klima statt für Geld einsetzt. Sie haben ihn hier dem guten Lindner gegenübergestellt. Es kann nur einen geben, Geld oder Klima, wie sich die Alpha-Männer Habeck und Lindner belauern. Und natürlich ist ihr Favorit darin der gute Herr Habeck. Insofern wollte ich nochmal von ihrem Schwarm Habeck selbst einordnen lassen, was von dem Begriff Landes- bzw. Volksverräter so zu halten ist. Volksverräter ist ein Nazi-Begriff. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk, sondern das ist ein böser Satz, um Menschen auszugrenzen und zu stigmatisieren. Ich will auch darauf hinweisen, dass, was Habeck angeht, deutlich interessantere Sachen zu finden sind, was Verstrickungen mit China betrifft. Zum Beispiel, das hier ist ein Clip, den werden viele von euch schon kennen, hat er sich vor ein paar Jahren zumindest ja dafür ausgesprochen, darüber offen nachdenken zu können, ob wir nicht vielleicht ein chinesisches Staatsmodell ohne eine Opposition brauchen könnten, wenn der Klimaschutz hier auf demokratischem Wege nicht in die Puschen kommt. Er hat quasi gesagt, wenn wir jetzt nicht demokratisch das lösen, wenn wir jetzt nicht demokratisch wirklich, wirklich, wirklich harte Klimamaßnahmen machen, dann werden wir eine quasi Diktatur wie in China brauchen. Ich würde sogar so weit entgegenkommen zu sagen, das war wahrscheinlich ein Versprecher am Ende, dass er sagt, ja, ich bin der Meinung, das brauchen wir. Ich glaube, er meint damit, wir müssen weiterhin demokratisch es versuchen, aber wenn das nichts wird, dann müssen wir uns in Richtung China bewegen. Hier kommt der Clip. Da muss man sich entscheiden, will man daran festhalten, dass ein demokratisches System, das im Grunde dem Kern von Selbstbestimmung und auch Beteiligung von Menschen verpflichtet ist, noch eine Chance hat. Da muss man jetzt aber in großer Geschwindigkeit radikale Schritte in der Politik einführen. Oder gibt man es auf und dann wird man zu zentralistischen Systemen hingehen, die natürlich schneller sind. Das ist das Brückenbaubeispiel von Ihnen, China. Da gibt es eben keine Opposition und keine Mitbestimmung. Und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Revolte in China. Aber erst einmal ist das System effizienter. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und ich glaube, dass die Entscheidung kann man nicht ökonomisch treffen. Die kannst du nur wertegeleitet treffen und sagen, ja, also ich würde sagen, ja, das wollen wir. Interessant oder vielleicht sogar noch interessanter finde ich auch die Geschichte mit Agora Energiewende, einem ja Think Tank, der gesteuert wird vom Greichen-Clan und der eng verwoben ist mit dem Wirtschaftsministerium, der Gelder vom Wirtschaftsministerium bekommen hat. Weißt du nämlich, von wem der auch Geld bekommen hat? Der Greichen-Clan, also die Agora Energiewende, von diesem Amerikaner, auf den willst du wahrscheinlich hinaus. Nee, ich will hinaus auf die chinesische Regierung. Die haben mittelbar Geld bekommen von der chinesischen Regierung. Also die Projekte, die Habeck fördert im Bereich Klimagerechtigkeit und so weiter, werden buchstäblich von China finanziert, was ja auch Sinn macht. Ich kann mir das ziemlich gut herleiten. China hat Bock darauf, dass wir hier alle ja, AKWs abschalten, was eigentlich in dem Sinne keinen Sinn macht, aber auch dafür war Habeck ja. Die Autoindustrie auslagern nach China. Genau, dass also wir hier Energie nur noch mit aufgeben. Dass wir als Energieträger hier hauptsächlich auf Hamsterfürze setzen. Ne? In dem Fall geben wir halt all diese Industrie an China ab, all diese Konzerne wandern ab nach China. Insofern, die profitieren davon und ich würde raten, deswegen finanzieren die auch etwas wie die Agora Energiewende, die, wie gesagt, verbandelt ist und Geld bekommen hat von Habecks Wirtschaftsministerium. Tja, ich will auch noch mal kurz darauf hinweisen,
dass wir hier bei Kra über jemanden reden, der lediglich jemanden angestellt hatte, von dem, wie gesagt, der Staat sich selber offenbar nicht sicher genug war, um ihn verhaften zu können, bis kurz vor dieser Wahl. Übrigens eine Google-Suche nach Jian G. Spionage, also dem Namen, der auch breit durch die Medien ging, auf jeden Fall so breit, wie es dann wurde. 27.000 Google-Ergebnisse zutage fördert und Maximilian Kra Spionage, der selber nicht einmal beschuldigt wird, irgendwas gemacht zu haben, 229.000. Also knapp das Zehnfache. Ja, so das 8-7-fache. Tja, nicht nur die Medien haben das Ganze natürlich geliebt, auch unsere Innenministerin Nancy Faeser war ganz begeistert von dieser Geschichte. Ich meine, ihre Behörden haben auch mutmaßlich diesen Fall hier erzeugt oder auf jeden Fall sehenden Auges zugelassen, dass er passiert und ja quasi darauf gelauert, endlich die Chance nutzen zu können und ja dann mit Schützenhilfe der Medien der einzigen Oppositionspartei maximalen Schaden zufügen zu können. Was sie dazu sagte, war bis auf den Pathos vor allem am Ende interessant. Meine Damen und Herren, die Vorwürfe der Spionage für China sind sehr schwerwiegend und sollte sich bewahrheiten, dass aus dem Europäischen Parlament heraus diese Spionage stattgefunden hat, dann wäre das ein Angriff auf die innere Verfasstheit der Demokratie in Europa. Und dieser Fall wiegt sehr schwer und ebenso schwer wiegt der Vorwurf der Ausspähung der chinesischen Opposition. Wer einen solchen Mitarbeiter beschäftigt, trägt auch dafür Verantwortung. Dieser Fall muss genauestens aufgeklärt werden. Das ist im Rechtsstaat natürlich Sache der Ermittlungsbehörden und der Justiz. Alle Verbindungen und Hintergründe müssen vollständig aufgeklärt werden. Unsere Sicherheitsbehörden, allen voran das Bundesamt für Verfassungsschutz, haben die Spionageabwehr massiv verstärkt. So schützen wir uns gegen die hybriden Bedrohungen durch Russland und auch durch die Spionage von China. Die Dreistigkeit dieser Leute ist unfassbar, ne? Das zeigt uns, wie sehr wir den VS brauchen. Der VS ja. Beschützt uns vor China. Der VS, der den Typen 11 Jahre lang beschäftigt hat, ihn noch 3 Jahre lang weiter beschäftigt hat, als er schon innerhalb des VS von der Spionageabwehr bezichtigt wurde, ein Agent zu sein, überwacht wurde, ihn danach engmaschig überwacht hat und verdächtigt hat, bis er dann festgenommen wurde, nachdem er bereits im EU-Parlament, so auf jeden Fall jetzt die Story der Medien, Schaden anrichten konnte, nachdem er bereits irgendwelche sensiblen Informationen Dokumente abgegriffen hat im EU-Handelsausschuss. Das hat man ihm machen lassen und dann wurde er auf einmal festgenommen, kurz vor der Wahl. Deswegen brauchen wir den VS, damit sie, nachdem sie das alles zulässt, um der einzigen Opposition so schaden zu können, dann doch mal irgendwie für eine Festnahme sorgt oder die Informationen, die sie haben, an die Behörden weiterleitet, dass dann doch mal irgendwer tätig wird. Absolut unglaublich. Ich meine, im Normalfall wäre der VS hier deutlich mehr in Bedrängnis als Kra. Einfach nur nach den Informationen. Ne? Der VS wusste ja. Das seit Jahren. Seit fast 10 Jahren hatte er diesen Typen unter Verdacht. 3 davon war er noch angestellt dort. Während der Zeit, wo er angestellt und unter Verdacht war, ein chinesischer Spion zu sein, wurde er dann installiert bei Kra oder auf jeden Fall hat Kontakt aufgenommen zu Kra. Und 1 Jahr, nachdem er nicht mehr angestellt war, weil er ein chinesischer Spion war, ist er dann über Kra ins EU-Parlament gelangt. Absolut unglaublich. Tja, wo wir von Faeser geredet haben, da muss man obligatorisch immer darauf hinweisen, dass sie diejenige ist, die kurz vor ihrem Amtsantritt einen Artikel im Magazin Antifa vom VVN-BDA geschrieben hat. Der VVN-BDA laut ihrer eigenen Behörde, dem VS, der uns vor China beschützen soll, der beschützt uns offenbar ganz gut vor Linksextremisten, auf jeden Fall in diesem Fall. Denn sie sprechen davon, dass dieser VVN-BDA ein marxistisches System anstrebt, anstatt der parlamentarischen Demokratie, die er ablehnt als Vorform vom Faschismus. Um auf einer positiven Note das Ganze zu enden, haben wir noch eine gute Nachricht. Und zwar geht auf jeden Fall Kra selber, vielleicht aber nun auch weniger die AfD, in die Defensive. Kra geht in die Offensive. Kra wird einen Wahlkampfauftritt haben in Kürze in Dresden und zwar am kommenden Mittwoch, dem 1. Mai auf dem Dresdner Neumarkt. Ab 12 Uhr geht's los. Um 13.30 Uhr wird dann Kra selber da zugegen sein. Insofern, ich denke, das ist die wesentlich bessere Art, damit umzugehen. Defensive sieht halt nur so aus, als wenn du dir wirklich etwas zu Schulden hättest kommen lassen. Und wir sehen hier einfach nur, wie unser Regime alle Register zieht gegen den antitransatlantischen AfD-Kandidaten, um da halt irgendeinen Kack sitzen zu haben. Ne? Irgendeinen, der quasi auf CDU-Linie ist, was die gesamte Amiland, Russland, BRICS-Staaten-Schiene angeht, der 100%ige Feindschaft mit denen will, im Auftrag oder im Interesse der Amerikaner. Wir haben einen schönen cinematischen Spot dazu. Wie gesagt,
Dresdner Neumarkt, 1. Mai, nächster Mittwoch, 12 bis 16 Uhr. K kommt um 13.30 Uhr. Die Polizei hat einen AfD-Mitarbeiter festgenommen. Er soll für China spioniert haben. Die AfD startet den Europawahlkampf allerdings ohne den Spitzenkandidaten Maximilian K. Der soll nach den Spionagevorwürfen gegen seinen Mitarbeiter öffentlich nicht mehr groß in Erscheinung treten. Maximilian K. aus Sachsen führt die AfD als Spitzenkandidat in die Europawahl. Wofür steht K. in der Partei genau? Jetzt kommt die AfD und sagt, kein Klima, sondern Wohlstand. Kein Gender, sondern Familie. Keine Einwanderung, sondern Volk. Und kein Krieg, sondern Frieden. Brisante Wendung jetzt. Der ehemalige Mitarbeiter soll auch ein Verfassungsschutzinformant in Sachsen gewesen sein. Nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Und deshalb kämpfe ich. Denn was können wir denn erwarten? Dass wir das gute Europa, das gute Deutschland zurückbekommen ohne Gegenwehr? Dass diejenigen, die jetzt das Sagen haben, uns die Deutungshoheit überlassen, ohne mit harten Bandagen dagegen vorzugehen, ohne alle ihre Machtmittel in Stellung zu bringen? Wer Angst vor Widerspruch hat, wer immer glaubt, man dürfe keine Angriffsfläche bieten. Sie haben ja vielleicht auch von seinem Buch gehört. Was will der erreichen? Wir haben versucht, Kontakt aufzunehmen und ihn in unsere Sendung zu holen für die heutige Folge. Das ging leider nicht. Alles, was wir rauskitzeln konnten, war folgende Sprachnachricht. Ich bin am Mittwoch beim 1. Mai des Kreisverbandes Dresden und werde da öffentlich sprechen. Also denkt euch euren Teil, ob an dem, was man munkelt, dass er aktuell einen Maulkorb umgelegt bekommen hat, ob da was dran sein könnte. Und wer kann, der möge bitte am Mittwoch um 12 Uhr am Neumarkt in Dresden sein und seiner Rede lauschen. Vielleicht lässt er dann eine Bombe platzen oder so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das war's erstmal zu dem Auftritt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, steht noch in der Videobeschreibung. Also Ort und Zeitpunkt und so ist alles nochmal drin vermerkt. Jetzt kommen wir zu einem weiteren interessanten Blickwinkel. Also zum einen ist uns natürlich klar, dass das Establishment die AfD klein halten will, loswerden will und so weiter. Aber auch innerhalb konservativer rechter Kreise ist Kra dem einen oder anderen ein Dorn im Auge. Diesbezüglich habe ich einen interessanten Artikel bei Sezession entdeckt. Ich gehe gleich genau darauf ein, was das ist und worum es da genau geht. Danke nochmal an den, der mir den zugeschickt hat. Ich habe leider vergessen, wer das war. Irgendjemand hat mich da auf Twitter kontaktiert. Jedenfalls folgt jetzt das, glaube ich, längste Segment aller Zeiten von mir eingesprochen. Der komplette Artikel, sehr ausführlich, sehr lang. Wundert euch nicht, gerade zu Anfang. Ja, es geht dann irgendwann um Kra. Ich denke, die Vorgeschichte ist notwendig. Viel Spaß. So, Freunde, ich werde jetzt gleich einen Artikel aus Sezession vorlesen. Als kleiner Disclaimer zuvor, was ist Sezession? So wie ich das verstanden habe, ist das eine Zeitschrift herausgegeben vom Antaios Verlag oder zumindest dessen Umfeld. Auf der Webseite heißt es unter Konzept, Sezession ist eine rechtsintellektuelle Zeitschrift. Das bedeutet, die Redakteure und Autoren denken über ihre Themen aus rechter Sicht nach, tun dies auf hohem Niveau und haben mit ihrer Treffsicherheit und ihrem unverwechselbaren Ton aus ihrer Zeitschrift eine maßgebliche Stimme gemacht. Was jetzt folgt, ist also kein Weltartikel oder ein Spiegelartikel. Ihr wisst ja, was beim Spiegel publiziert wird, das ist immer wahr. Dasselbe gilt für die Welt. Dasselbe gilt sicherlich auch für die Taz. Bei der Bild wird es schon schwierig und bei Sezession ist natürlich alles gelogen. Das wäre zumindest die Antwort, wenn ihr Georg Restle fragen würdet oder Georgine Kellermann oder so. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, das, was ich jetzt lese, kommt aus dem Schnellruder-Umfeld. Das hat aber auf die Bewertung des Inhalts gar keinen Einfluss. Ich persönlich bewerte Inhalte ja mal danach, ob ich sie für plausibel halte. Andere tun das nicht, ja. Ein Georg Restle oder eine Georgine Kellermann zum Beispiel. Fragt euch selbst, ob das, was ich euch jetzt vorlesen werde, plausibel ist. Und wenn das der Fall ist, wenn auch ihr zum Ergebnis kommt, so wie ich, dass das durchaus plausibel klingt, dann haben wir hier mal äußerst wertvolle Informationen in der Hand, wie dreckig das politische Geschäft im Hintergrund eigentlich ist. Wie ein Neokon-Influencer die AfD beeinflusst.
Am 25. Januar 2023 gelang der konservativen investigativen Organisation Project Veritas die größte Story in ihrer 13-jährigen Geschichte. An diesem Tag wurde ein Video veröffentlicht, das angeblich Korruption in einem großen Pharmaunternehmen aufdeckte. Darin erzählte der Pfizer-Manager Jordan Tristan Walker seinem vermeintlichen Date, dass Pfizer das Covid-Virus mutieren wolle, um der Impfstoffproduktion einen Schritt voraus zu sein. Die Aufnahme wurde heimlich gemacht. Eine Strategie, die von Project Veritas häufig angewandt wird. Und es ist nicht klar, inwieweit Walker nur Quatsch redete, um sein attraktives Gegenüber zu beeindrucken. Aber ihre Wirkung war explosiv und kam genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich als die amerikanische Öffentlichkeit der Covid-Mandate und ewigen Auffrischimpfungen überdrüssig wurde. Sie festigte den Status von James O'Keefe, dem charismatischen CEO von Project Veritas, als Volksheld für viele Amerikaner. Hier war endlich der Beweis, dass Big Pharma sie anlüge und Big Media es vertusche. Die beiden großen Mainstream-Giganten, CNN und MSNBC, schwiegen zu den Enthüllungen, aber Elon Musks neu befreites Twitter sorgte dafür, dass sich der Coup wie ein Lauffeuer verbreitete. Weniger als einen Monat später wurde James O'Keefe als Leiter der Organisation, die er gegründet hatte, von seinem eigenen Vorstand völlig überraschend abgesetzt. Am 20. Februar postete James O'Keefe ein Video aus den Büros von Project Veritas, wo er seine Sachen, darunter einen Chinchilla-Pelz, eine Erinnerung an seinen Durchbruch-Coup, zusammenklaubte. Er erklärte, ich weiß nicht, warum das jetzt passiert, oder genauer gesagt, warum das so plötzlich passiert, gerade jetzt. Gerade jetzt, also direkt nach dem brisanten Pfizer-Video? Eine Theorie für seine plötzliche Entfernung lautet, diesmal sei O'Keefe zu weit gegangen und die Mächte, die Amerika kontrollieren, Big Tech, Big Pharma, Big Finance, der tiefe Staat und die Kriegsindustrie, wollten nicht länger zusehen, wie er in ihren Hinterhöfen in den Mülltonnen herumwühlt. Diese Theorie setzt natürlich voraus, dass der Vorstand von Project Veritas in irgendeiner Weise einem oder mehreren dieser Interessensgruppen verpflichtet war. Aber könnte es eine einfachere Erklärung geben? Der Vorstand von Project Veritas beschuldigte O'Keefe finanzieller Unregelmäßigkeiten. Schließlich hatte O'Keefe, kurz bevor er entlassen wurde, den Finanzchef der Organisation gefeuert. Warum? Und was ist mit Ausgaben wie die $150.000 für schwarze Autos? Dabei handele es sich um gemietete Autos, mit denen er zu Treffen gefahren sei, erklärte O'Keefe in einem Abschiedsvideo. Sein Job erforderte es, dass er fast ständig unterwegs war. Die Organisation stand auch juristisch durch eine Reihe von Klagen unter Druck. Gegen Project Veritas wurde sogar eine strafrechtliche Untersuchung wegen des Kaufs eines von Ashley Biden, der Tochter von Präsident Biden, gestohlenen Tagebuchs eingeleitet. Mit Verfahren dieser Art muss eine Organisation von Undercover-Guerilla-Journalisten natürlich rechnen, insbesondere wenn sie sich in erster Linie gegen die herrschenden linken Eliten richten. Es bleibt also die Frage, warum wollte man O'Keefe, den prominenten Anführer der Operation, loswerden und warum gerade jetzt? Nach 13 Jahren als Star und Impulsgeber der amerikanischen jungen Rechten, die sich vom Mainstream-Republikanertum abzusetzen suchten, hätte O'Keefe alles Recht, diese Frage zu stellen. Alles begann im Jahr 2009, als er ein ambitionierter junger Mann mit einer Idee war, die Heuchelei linker Eliten zu entlarven, denen die Mainstream-Medien offenbar einen Freifahrtschein für ihre diversen Unternehmungen ausgestellt hatten. Berühmt wurde er in jenem Jahr mit einer verdeckten Operation, die die Korruption in den Büros der Association of Community Organizations to Reform Now, kurz ACORN, enthüllte. ACORN beschreibt sich selbst als eine internationale Sammlung autonomer gemeindebasierter Organisationen, die sich für Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen einsetzen. Die Organisation wurde auch vom amerikanischen Steuerzahler finanziert und nach Ansicht vieler missbraucht, um Wähler für die Demokraten zu registrieren und Menschen in staatliche Programme zu locken. O'Keefe trat als Zuhälter auf und schlenderte mit einer leicht bekleideten jungen Frau am Arm, die er als Prostituierte ausgab, in die ACORN-Büros, angeblich in einem völlig lächerlichen 70er-Jahre-Zuhälterkostüm mit Chinchilla-Pelz und flottem Gehstock, was aber vermutlich eine nachträglich lancierte Legende war, um den Show-Effekt zu steigern. Immerhin schien die Information, dass das Paar Hilfe bei der Steuerhinterziehung suchte und illegalen Menschenhandel betrieb, für die Damen, die das Büro leiteten, kein Hindernis zu sein, die beiden hingebungsvoll zu beraten. Die Diskussion um die Videos führte dazu, dass die Bundesmittel für ACORN gekürzt wurden, was etwa ein paar Monate später dazu führte, dass der Laden komplett dicht machen musste. Nach den Enthüllungen dieser Woche, wonach in Deutschland hunderte Organisationen Hunderttausende von Euro bekommen, frage ich mich an der Stelle, wo ist eigentlich der deutsche James O'Keefe? Es wird Zeit, liebe Zuhörer. Die ACORN-Videos hätten niemals solche Wellen geschlagen, wenn O'Keefe sie nicht dem rechten Impresario Andrew Breitbart gezeigt hätte. Breitbart machte das skandalöse Material fachkundig publik und gab O'Keefe eine Kolumne auf seiner Webseite Big Government, die später in seine gleichnamige Nachrichtenseite Breitbart integriert wurde. Breitbart und O'Keefe arbeiteten bis zu Breitbarts frühem Tod im Jahr 2012 zusammen. Um den plötzlichen Tod von Andrew Breitbart im Alter von nur 43 Jahren ranken sich etliche Verschwörungstheorien und ebenso verhält es sich mit O'Keefes Entlassung. Viele der Twitter-Follower von
Project Veritas trennten sich nach seinem Ausscheiden von dem Unternehmen, nachdem sie wütende Abschiedstweets abgesetzt hatten. In diesen Tweets wurden oft Theorien darüber aufgestellt, wer ihrer Meinung nach für O'Keefes Entlassung verantwortlich war. Eine weit verbreitete Vermutung war, dass Project Veritas von innen heraus von Kräften zu Fall gebracht wurde, die mit denjenigen im Bunde stehen, die die Organisation zu entlarven versuchte. Rasch wurde ein führender Mitarbeiter von Project Veritas namens Matthew Turment als Redelsführer des Putsches identifiziert. Matthew Turment, Breitbart-Journalist, Investor, außenpolitischer Analyst und regelmäßiger Gast in Sendungen wie Steve Bannons The War Room oder der inzwischen eingestellten Show Tucker Carlson Tonight, ist der Sohn von Leopold Turment, einem in Polen geborenen Autor und antikommunistischen Kreuzritter. Turment ist doch Mitglied in mehreren Aufsichtsräten und weiß somit einiges über die Kunst der Einflussnahme. Es wird vermutet, dass Turment Project Veritas als eine weitere Feder in seinem Hut sah, als Organisation, die er für seine eigene neokonservative Agenda missbrauchen könnte. Ein Blick auf das Ausmaß von Turmans Ambitionen verleiht dieser Idee eine gewisse Glaubwürdigkeit. Seine beratenden Funktionen sind wahrscheinlich lukrativ und scheinen sein nicht unbeträchtliches Ego zu stärken. Was ihm an tatsächlicher Einsicht oft fehlt, macht er durch selbstbewusstes Auftreten wett. Seine Spezialität ist es, das Vertrauen in bestimmte Narrative zu stärken, die an nützliche Idioten am liberalen Ende des konservativen Spektrums verkauft werden sollen. In einer Folge des Situation Report Podcasts vom 28. März 2022 behauptete Turment beispielsweise zuversichtlich, dass Putin seine Truppen innerhalb von ein oder zwei Wochen aus der Ukraine entfernen werde. Während der Präsidentschaftswahlen 2022 in Brasilien trat er in mehreren Shows und Podcasts als Experte für das südamerikanische Land auf. Seine Botschaft war bei jedem Auftritt klar. Der Sieg des linken Luiz Inácio Lula da Silva sei ungültig und sollte von seinem konservativen Gegner Jair Bolsonaro angefochten werden. In einem Hearts of Oak Podcast vom Dezember 2022 mit dem Titel Brazil Saying No to Communism and Election Fraud, Brasilien sagt Nein zum Kommunismus und zum Wahlbetrug, stellte Turment eine wilde Behauptung nach der anderen auf, etwa dass Lula sich nicht die Mühe gemacht habe, einen Wahlkampf unter der Bevölkerung zu führen, weil er wisse, dass ihn ohnehin niemand wählen würde, und nährte damit das Narrativ, dass ein Sieg des damals von den Medien favorisierten Lula unweigerlich Wahlbetrug sein müsse. Er behauptete auch, dass jegliche Gewalt im Wahlkampf ausschließlich von Lula-Anhängern ausgehe, während er im krassen Widerspruch dazu festhielt, dass Lula ohne massiven Sicherheitsschutz nicht unter die Leute gehen könne. Er behauptete in einem Podcast auch, dass der größte Teil des Landes im Moment bete, vom Militär gerettet zu werden, eine Aussage, die im Aufruf zum bewaffneten Umsturz eines demokratisch gewählten Führers eines souveränen Landes gefährlich nahe kommt. Am Ende haben Bolsonaros Streitkräfte nicht geputscht und russische Truppen befinden sich noch immer in der Ukraine. Was in beiden Fällen zählt, ist Turmans Botschaft. Russland und China böse, Kommunismus böse, die Linken böse, NATO gut, Amerika Doppelplus gut. Während grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Länder gerechtfertigt sei, wenn es die Guten tun. In demselben Podcast zitierte Turman zustimmend Reagans Beschreibung Amerikas als die leuchtende Stadt auf dem Hügel, The Shining City upon a Hill. Amerika habe ein moralisches Prädikat, weil wir eben das sind, eine Nation gegründet auf der Aufklärung und auf jüdisch-christlichen Werten. Diese Ausdrücke sollten jedem bekannt sein, der sich an die Propaganda erinnert, die den von den Neokonservativen vom Zaun gebrochenen Irakkrieg begleitete. Interessanterweise ergänzte Turment diese Zeile mit einem Zitat von Calvin Coolidge: "The business of America is business." Das Geschäft Amerikas ist das Geschäft. Wie bei den Neokons vor ihm scheint Turmans Freiheitsbegeisterung mit einer Liebe zu unregulierten Märkten zusammenzuhängen, also jener Art von Dingen, die böse Nationen wie Russland, China, Katar, Iran und Saudi-Arabien nicht bereit sind, in ihren Ländern einzuführen. Turmans Mission ist die Apologie der amerikanischen Wirtschaftshegemonie, wie sie sich nach dem Kalten Krieg etabliert hat. Das ist seine Schlüsselbotschaft und er handelt wie ein leidenschaftlicher Auftragskiller, wenn es darum geht, sie zu verbreiten. Sein Einfluss reicht sogar bis nach Europa, wo der Europaabgeordnete der Alternative für Deutschland, Maximilian Krah, in sein Fadenkreuz geriet. Ihr fragt euch sicherlich seit 10 Minuten, warum ich das alles vorlese. Jetzt wird diese Frage beantwortet. Im August 2022 hatte Turment begonnen, Krah in einem vulgären Tonfall auf Twitter zu attackieren und ihm insbesondere zu unterstellen, von China gekauft zu sein. Am 5. August 2022 beschimpfte er sowohl den Parteivorsitzenden Tino Chrupalla als auch Krah als, Zitat, verräterische Huren auf der Gehaltsliste von diktatorischen Regimen. Anfragen des Krah-Büros ergaben, dass Turment im Vorstand des New York Young Republican Club saß, dessen Mitglieder Krah ebenfalls bekannt waren. Es stellte sich schließlich heraus, dass beide bei der New York Young Republican Gala-Veranstaltung am 10. Dezember 2022 anwesend waren, wo Krah heimlich als Teil einer, was sonst, Undercover-Aktion von Project Veritas gefilmt wurde. Diese Stichoperation war für Project
Veritas insofern ungewöhnlich, als sie einen konservativen Kollegen attackierte, noch dazu einen ausländischen, was viele Clubmitglieder als Affront gegen ihre Gastfreundschaft betrachteten. Ein tatsächlicher Skandal war hinter der etwa einminütigen Aufnahme nicht zu erkennen. Darin ist ein Mann zu hören, der versucht, Kra eine Stellungnahme zu der Zahl der Opfer, die auf Baustellen des World Cup Stadiums in Katar ums Leben gekommen sein sollen, zu entlocken. Kra stimmt zu, dass er die von westlichen Medien angegebene Zahl, oft mit 500 beziffert, für übertrieben hält und stattdessen der Meinung ist, dass die von den Katarern angegebene offizielle Zahl von 20 der Wahrheit näher komme. In seinen Aussagen schwingt implizit die Annahme mit, dass Länder mit nicht-westlichen Werten oft dämonisierenden Propagandakampagnen ausgesetzt sind. Das war es auch schon. Ich will das an der Stelle nochmal ganz kurz kommentieren. Project Veritas hat ja in den letzten 2 Jahren einige Dinge rausgehauen. Da waren wirklich hochgradig interessante Stories bei. Ich will jetzt gar nicht anfangen, einzelne aufzuzählen. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut bei James O'Keefe auf Twitter vorbei. Ich verlinke euch seinen Account in der Videobeschreibung. Jedenfalls dieser James O'Keefe, beziehungsweise seine mittlerweile legendäre Organisation, Project Veritas, die wurde angesetzt auf Maximilian Kra. Und das Beste, was man finden konnte, ist die Aussage, dass die 500 Toten beim Bau des Stadions in Katar, wie sie von der Presse kolportiert werden, eine unglaubwürdige Zahl wäre und die offiziellen Zahlen, 20 Tote, näher an der Wahrheit wären. Nicht den Kataris muss man unbedingt glauben, es sind 20 genauso wie sie sagen, sondern 20, was die Kataris sagen, ist näher an der Wahrheit als 500, was unsere Presse sagt. Das ist das Beste, was sie finden konnten. Dieser kurze Austausch wurde zu einem Skandal aufgeblasen. In englischsprachigen Artikeln sowie in der deutschen Publikation Tichys Einblick wurde zusätzlich suggeriert, dass Kra irgendwie in den Skandal um die griechische sozialistische Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, verwickelt sei. Nun gab es keine Zweifel mehr, warum Katar als Gesprächsthema für die heimlich angefertigte Aufnahme ausgewählt worden war. Kaili hatte nämlich Säcke mit Bargeld erhalten, von denen angenommen wurde, dass sie von der katarischen Regierung stammen. Einziger Beweis für die Verbindung des deutschen konservativen Kra mit dem Skandal war ein Foto, das ihn bei einer offiziellen Veranstaltung mit dem katarischen Botschafter zeigte, an der er als Mitglied der Monitoring Group für Südasien im Europäischen Parlament teilgenommen hatte. Diese Methode erinnert an die schwarzen Autos O'Keefes. Reiße irgendetwas aus dem Zusammenhang, das seltsam erscheinen könnte, und gib es dem Publikum als Hirnfutter, um sich daraus seine eigenen Horrorgeschichten zu spinnen. Bei Kra reichte ein diplomatischer Akt mit einem Botschafter aus einem als anti-westlich geltenden Land aus, um ihn als bestechlich oder bestochen hinzustellen. Strippenzieher dieser Story war Matthew Turman selbst, zu einem Zeitpunkt, als O'Keefe noch Kopf von Project Veritas war. O'Keefe war auch Stargast der erwähnten Gala-Veranstaltung in New York am 10. Dezember 2022. An diesem Abend waren neben Kra auch andere Mitglieder der AfD anwesend. Die Europaparlamentarier Nikolaus Fest und Markus Buchheit sowie Philipp Gaspar, der auf Buchheits, Fests und Gunnar Becks Gehaltsliste steht. Alle drei wurden bei den Feierlichkeiten im freundschaftlichen Gespräch mit Herrn Turman gesehen. Erstaunlicherweise war Kra das einzige anwesende AfD-Mitglied, das heimlich aufgenommen wurde. Das Fest und Buchheit neokonservativ transatlantisch ausgerichtet und Kras Konkurrenten für die nächste Liste zur Europawahl sind, könnte eine relevante Tatsache sein. Da es sich hier um eine konzertierte Kampagne gegen Kra handelte, wurde nur 3 Tage nach der Gala mit der Veröffentlichung des Artikels The AfD's CCP-Man in Brussels deutlich. Zu Deutsch, der AfD-Mann der Kommunistischen Partei Chinas in Brüssel. Turman stellte darin Kras Bemühungen, freundschaftliche Beziehungen zu Deutschlands wichtigstem Handelspartner China aufrechtzuerhalten, wie mittlerweile auch von Emmanuel Macron oder dem Präsidenten des Bundesarbeitgeberverbandes gefordert, als Apologie der KPC, Kommunistische Partei Chinas, und Lobbyarbeit für chinesische Interessen hin. Er bezeichnete Kra gar als Sprachrohr für Argumente aus Peking. Die amerikazentrierte Sichtweise des Autors ließ für Deutschland keinen anderen außenpolitischen Ansatz gelten als die Anbindung aller Handels- und Verteidigungspolitik an die Vereinigten Staaten. Nur 2 Tage vor Weihnachten wurde der deutsche Europaabgeordnete auf Twitter mit einem direkten Angriff von Turman konfrontiert. Zitat: Ich sag dir was, Maximilian Kra, schrieb er in einem nicht besonders festlich gestimmten Tweet. Wenn du vor Silvester kündigst, werde ich die nächsten 7 Kapitel dieses mehrteiligen Exposés vielleicht doch nicht veröffentlichen. Wie du dir vorstellen kannst, da du es selbst am besten weißt, gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und ich habe alles. Der Gestank um dich herum ist überwältigend. Zitat Ende. Im Text begleiten Emojis von einem Schwein und einem Kackhaufen sowie die Flaggen von China, Russland, Iran und Katar. Der Wind hatte jedoch begonnen, sich gegen Matthew Turman zu drehen.
Am 21. Februar 2023 gab der New York Young Republican Club die Suspendierung Termans bekannt. Grund sei seine mutmaßliche Rolle beim Sturz O'Keefes. Ein Zitat aus der Begründung. Nach einer Reihe von Befragungen hat der Vorstand des New York Young Republican Club erfahren, dass Matthew Terman, ein Mitglied unseres Beratergremiums, O'Keefes Absetzung möglicherweise aufgrund von fadenscheinigen Behauptungen über finanzielles Fehlverhalten eingefädelt hat. O'Keefe ist ein enger Freund des Clubs und Terman ist Mitglied des Beratergremiums des Clubs. Bis zum Ergebnis einer internen Untersuchung, die von unserem obersten Direktorium durchgeführt wird, wird Matthew Terman von seiner Funktion suspendiert. Die glaubwürdigen Berichte, die wir erhalten haben, erfordern eine vollständige Untersuchung, um sicherzustellen, dass die Interessen unserer Mitglieder angemessen vertreten werden. Bis heute zeigt der Twitter-Mob, der Terman beschuldigt, Project Veritas zerstört zu haben, keine Anzeichen von Gnade. Terman wird nicht mehr eingeladen, um über brasilianische Politik oder die Ukraine zu sprechen. Sogar sein alter Kumpel Steve Bannon hat ihn in seiner Sendung The War Room namentlich als Verschwörer hinter dem Sturz von James O'Keefe bezeichnet und zur Persona non grata erklärt. Aber Terman hat Eisen in mehreren Feuern und bleibt im Vorstand vieler Organisationen und Publikationen tätig, einschließlich des in Ungarn ansässigen European Conservative, der sich selbst als Europas führende konservative, englischsprachige, vierteljährlich erscheinende Zeitschrift für Philosophie, Politik und Kunst bezeichnet. So verwundert es nicht, dass nur noch der European Conservative Maximilian Krah ins Visier genommen hat, diesmal mit Korruptionsvorwürfen basierend auf Hörensagen seiner politischen Feinde, in diesem Fall Terman-Partner und Transatlantiker Nikolaus West und AfD-Abgeordneter. Ist eigentlich sehr schade, also ich kommentiere hier gerade und lese nichts. Ich habe von Nikolaus West lange Zeit nichts mehr gehört, aber so vor 2-3 Jahren etwa bin ich ab und zu mal über ihn gestolpert, weil er aufgrund irgendeiner Anfrage irgendwas Interessantes herausgefunden hat. Zum Beispiel bezüglich der Finanzierung von sogenannten Nichtregierungsorganisationen. Das ist ein bisschen schade zu sehen, dass man sich da untereinander auch bekriegt. So wie ich das aktuell verstehe, läuft da Folgendes. Man ist sich inhaltlich, was die Politik für Deutschland und Europa betrifft, weitestgehend einig. Die einen aber wollen den USA unbedingt die Treue halten und die anderen wollen das eben nicht. Ob das jetzt heißt, dass man sich zur Nutte Chinas machen möchte oder zur Nutte des Iran, zweifle ich doch recht stark an. Ich lese daraus eher den Willen, in alle Richtungen freundschaftliche Beziehungen zu führen, aber halt nicht unter dem Pantoffel der US-Amerikaner zu stehen. Aber andere wollen das. Amerikaner natürlich sowieso, aber scheinbar auch einige AfDler, darunter zum Beispiel der genannte Nikolaus Fest, aber auch außerhalb der AfD möchte man das. Zu nennen wäre hier Roland Tichy. Das passt jetzt ziemlich gut ins Bild, denn ich erinnere mich, vor etwa einem halben Jahr einen Talk bei ihm gesehen zu haben, wo es um die Ukraine ging. Und er hatte da angesetzt zu einer, also vor allem irrationalen und durchaus hasserfüllten Rede, die für mich am Ende vorne und hinten keinen Sinn ergeben hat. Jetzt im Nachhinein kam es mir vor wie ein Glaubensbekenntnis. Was er da eigentlich ausdrücken wollte war, ich bin Transatlantiker. Und dann ist natürlich auch klar, wieso man bei Tichys Einblick die Gelegenheit nutzt und gegen Krah schießt. Denn Krah ist halt kein bekennender Transatlantiker. Nach meinem Verständnis ist genau das die Achse, an der es gerade knirscht. Da ist nicht der eine zu links oder der andere zu rechts. Die einen sind halt einfach nur bedingungslos US-hörig und die anderen sind das eben nicht. Ich persönlich denke, dass die USA insbesondere außenpolitisch extremst viel Scheiße gebaut haben und ich denke, dass jeder, der das anders sieht, dem muss ins Hirn geschissen worden sein. Das heißt nicht, dass ich von der Kommunistischen Partei Chinas regiert werden möchte. Es heißt aber, dass ich nicht jeden einzelnen Schritt, den ich politisch unternehme, nur in Abstimmung mit den US-Amerikanern unternehme. Ich persönlich denke, das ist eine gesunde Einstellung. Weiter im Text. Immerhin macht dieser Artikel, es geht hier um den Artikel im European Conservative, unmissverständlich klar, weshalb Krah angegriffen wird. Er sei nämlich, Zitat, "the champion of the anti-Atlanticist cause favoring greater ties with Russia, China, 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 China." Der war gut, ich glaube der letzte, der war gut. "And even anti-Western nations such as Iran." Zu Deutsch der Vorkämpfer der anti-transatlantischen Bewegung, der eine engere Bindung zu Russland, China und sogar zu anti-westlichen Nationen wie dem Iran befürwortet. Terman neigt dazu, wie in einem Karnevalsmaulwurfsspiel von einem Aktionsfeld zum nächsten auf- und abzutauchen. Was nicht heißen soll, dass der Mann ein Gauner ist.
Vielmehr ist er ein Überzeugungstäter. Termit ist stolz auf die antikommunistische Haltung seines Vaters und betrachtet den Kommunismus als ständige Bedrohung, die hinter fast allen seiner Feinde lauert. China und Russland sind für ihn böse Imperien insofern, als sie immer noch kommunistisch in jeder Hinsicht seien. Diesen bösen Mächten setzt Termit die Pax Americana derjenigen entgegen, die einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen, um Handel zu treiben und friedliche, wohlhabende Gesellschaften aufzubauen. So einfach kann man die Welt in Schwarz und Weiß, Gut und Böse aufteilen. Aus Sicht des neokonservativen Kults sind Demokratie nach amerikanischem Vorbild und freie Märkte unerlässlich für ein glückliches Leben. Sie sind so wichtig, dass man bereit ist, für sie zu sterben oder vielmehr andere für sie sterben zu lassen. Da die Bewegung mehr von einem religiösen Eifer als von einem tatsächlichen politischen Mandat oder einer definierbaren Wählerbasis motiviert ist, bewegt sie sich mit Leichtigkeit zwischen den Parteien der Demokraten, Obama, Biden, und der Republikaner, Bush Jr., je nachdem, wie ihre Ziele am ehesten erreicht werden können. Amerikanische Liberale der alten Schule wie Robert Kennedy Jr. und Chris Hedges lehnen sie ebenso ab, wie konservative Persönlichkeiten wie Pat Buchanan oder die republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene. Trump war bisher der einzige Präsident, der versuchte, den neokonservativen Einfluss mit einem ideologisch konträren, populistisch-protektionistischen, anti-interventionistischen America-First-Programm zumindest zu bremsen. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, wie schnell neokonservative Prinzipien die frisch gebackene politische Partei Alternative für Deutschland kolonisiert haben. Viele prominente Mitglieder wie Beatrix von Storch, Norbert Kleinwächter, Nikolaus Fest und Markus Buchheit teilen ihre Grundsätze und arbeiten mit Beratern wie Matthew Termit zusammen, die ihnen Einbindung in die Netzwerke wohlgesonnener amerikanischer Journalisten versprechen. Doch die AfD-Wählerbasis bleibt skeptisch gegenüber diesem außenpolitischen Ansatz, der sich nicht wesentlich von den Angeboten der Altparteien unterscheidet. Gleichzeitig ist der Einfluss der Neokonservativen im Schwinden begriffen, nicht zuletzt aufgrund des desaströsen Ukraine-Konflikts. Wenn es irgendwas aus der Project Veritas-Saga zu lernen gibt, dann, dass Neokons häufig Überzeugungstäter sind, denen alle Mittel recht sind. Leider wurden auch viele kleinere Publikationen, die sich konservativ auf die Fahne schrieben und die vielleicht wie Project Veritas mal unabhängig waren, von dieser Sekte vereinnahmt. Meinungslenkung muss im digitalen Zeitalter überall betrieben werden und Fake News sind nicht die ausschließliche Domäne der Öffentlich-Rechtlichen. Ende des Artikels, eine kleine Anmerkung noch, bewertet das, wie ihr wollt. Ich fand das sehr aufschlussreich, aber trotzdem will ich nochmal darauf hinweisen, was mir während des Lesens eingefallen ist. Ich habe ja zu Anfang erzählt, dass Sezession aus dem Schnellruderumfeld kommt und da ist es dann wahrscheinlich fair anzumerken, dass Maximilian Krah sein Buch Politik von Rechts, ein Manifest, genau da verlegt hat. Oder in anderen Worten, das, was ich hier gerade vorgelesen habe, das stammt aus dem Dunstkreis von Maximilian Krah. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Ich muss so ein bisschen denken an das Trump-Phänomen, dass Trump jetzt quasi der einzige US-Politiker wurde, von dem wir hundertprozentig wissen, dass er keine shadyen Backroom-Deals gemacht hat, erst recht nicht mit irgendwelchen verfeindeten Nationen, weil das halt tausendfach behauptet wurde und mit unglaublichem Investigativdruck versucht wurde, da irgendwas zu finden. Und das war halt alles Schwachsinn. Ne? Dasselbe haben wir jetzt mit Krah, der offenbar mächtige Feinde sowohl im Staatsapparat, in den internationalen transatlantischen Verbindungen als auch sogar im eigenen Lager hat, die ebenfalls mit unfassbarem Eifer versuchen, irgendwelche Belege dafür zu finden oder auch nur Indizien dafür zu finden, dass er gekauft wäre von irgendwelchen äußeren Mächten. Und das Einzige, was rauskommt, ist, dass er weltweit versucht, möglichst viele Kontakte zu knüpfen mit Leuten. Ne? Keine Aufnahme davon, wie, keine Ahnung, er dann irgendwelche Deals abschließt mit denen, denen irgendwas verspricht, wenn er einen bedeutsamer Politiker wird in Deutschland, sondern nur, dass er Leute kennt. Ne? Da ist auch die Frage interessant, nach dieser Lesart, wenn das dann ja im Endeffekt ein sich verkaufen an diese Leute ist, dann haben sich ja quasi alle etablierten Politiker in Deutschland an Amerika verkauft. Ne? Wie viele US-Spione gibt es eigentlich in Deutschland? Das Problem ist, die werden halt einfach nicht als Spione gelistet. Ne? Die können hier ihre Arbeit machen, wie die wollen. Ich meine, wenn sie dann teilweise über die Stränge schlagen und keine Ahnung, die Kanzlerin abhören, hier Hinz und Kunz abhören, buchstäblich die gesamte Bevölkerung abhören, dann wird das mal ein kleiner Skandal, aber die Sachen, über die wir hier reden bei K, halt Verbindungen zu Leuten, die in Interessenverbänden sind von China und so weiter. Wenn du das werten willst als feindliche Agenten, dann ist ganz Deutschland voll von feindlichen Agenten der US-Amerikaner. Ne? Insofern, ja, ich denke, am Ende bleibt stehen, dass K authentisch keinen Bock hat, weiter die kleine Bitch von Amiland zu sein, dass er nicht vorhat, stattdessen die Bitch
von irgendwem anders zu sein, sondern stattdessen halt Beziehungen zu all diesen Ländern, wie auch den USA, unterhalten will. Freundschaftliche Beziehungen, dass er denkt, dass das das Beste für Deutschland ist. Und das ist im Wesentlichen, was ihm vorgeworfen wird. Das führt mich auch zu der entscheidenden Frage, die viele noch hatten, darüber, wie es eigentlich sein konnte, dass Kra überhaupt mit diesem Chinesen, diesem VS-Chinesen angebandelt hat. Ich würde mir das so beantworten, dass für ihn wahrscheinlich die Kontakte, die dieser Typ tatsächlich nach China hatte, unglaublich attraktiv waren. Er wollte diese Leute kennenlernen, er wollte freundschaftliche Verbindungen mit denen herstellen, er wollte halt einfach Fühler haben, auch in den chinesischen Raum, was seine Aufgabe ist als EU-Politiker. Naja, eigentlich wäre, ne? Es sei denn, alles ist unterwandert von den Amerikanern und du darfst halt nur da deine Fühler ausstrecken. Ne? Ja, so ist es. Das ist dann der Schlusspunkt von der heutigen Honiggrabe. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, nächste Woche sehen wir uns hier alle zahlreich wieder. Wie immer Sonntag um 18 Uhr. Und bis dahin, haut rein, macht's gut und bis die Tage. Ciao, ciao.